Geht zur Feste Grommash und erfahrt vom Schicksal der Horde. Das ist der Stab, den ziehen wir auch an. Und begeben uns dann zur Feste Grommash. Ja, so wie es aussieht, ist unser Kriegshäuptling, der auch erst seit diesem Add-on-Kriegshäuptling ist, oder vielmehr Ende von Mists of Pandaria Kriegshäuptling ist, auch schon nicht mehr. So. Blut und Donner. Für die Horde. Meldet euch bei Saufang. Betretet. Erfahrt das Schicksal der Horde. So, hier sind die ganzen Anführer. So, wer das mitlesen möchte, kann sie mitlesen. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Jin ist tot. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen? Kriegshäuptling Vol'jin ist tot. Sylvanas ist die Nachfolgerin. Ja, ich hätte mir eher Bane Bluthoof gewünscht, aber was will man machen? Was habt ihr im Kopf? Mögen die Geister mit euch sein.
So. Richtet eure Bitte an Sylvanas. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Dann beenden wir mal. Sprecht mit Alari, der Seelenfresserin. Kontaktaufnahme. Die wäre dann hier drüben. Mein Leben dient einzig dem Untergang der Welt. Findet heraus, was Alari, diese Seelenfresserin, sieht. Hier bekommen wir ein Schmuckstück mit 685. Das ist ganz okay. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Ich habe alles geopfert. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Das ist nicht gut. Dämonen getötet. 12 Stück. Naja, das geht schnell. Nein, ich will nicht. Ja, das geht schnell hier. Nur, die hauen doch ganz schön rein. So, 5 von 12. Da kommt direkt der nächste. 598.000. Ach, das ist doch lächerlich hier. Mit Magier. Na, so lächerlich dann doch nicht. So. Ich schau mal einen. Ja. Was willst du eigentlich? Bist doch eh zu weit weg. So, den haben wir auch. Heißt 4 Stück noch. Ich habe kein Ziel. So, jetzt den noch und dann müssten wir es gleich haben. So, nehmen wir den noch mit. Und dann noch einen und dann haben wir das auch. So. Gut, Quest beendet. Können wir dann direkt abgeben. Was willst du eigentlich von mir? Ich will einmal hier hoch. Naja. So, Quest beenden. Ja. Wir sollen nach Orgrimmar rein. Auf dem Plateau in Orgrimmar. Auch gut. Wir müssen ja hier immer noch in einer Instanz sein. Dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir im normalen OG. Oder auch nicht. Doch, hier sind andere Spieler. Entschuldigung. Gut, dann einmal hier hoch. Was? Unfreiwilliger Rüstmeister. Ein Haustier. Okay. Ach, hier gibt's Rüstungsteile. Auch gut.
Ja, da kann man sich ein bisschen ausrüsten. Ich habe alles so, Quest beenden. Öffnet eure Karte, um aktive Legionsinvasionen in Kalimdo oder den östlichen Königreichen zu finden. Geht zum Invasionsort und haltet die Dämonen auf. Lasst euch nicht von die der nehmen Macht wir an. Hallo? Sucht Katka in Dalaran am neuen Standort oberhalb des Gebirgspasses der Toten Winde auf. Grüße, Champion. Ich hörte von euren Anstrengungen, die Invasionstruppen der Legion zurückzudrängen. Obwohl ich solch wichtige Arbeit nur äußerst ungern unterbreche, muss ich euch in einer diplomatischen Angelegenheit um Hilfe bitten. Ich fürchte, ich bin dabei, einen alten Freund zu verärgern. Dalaran wurde verlegt, um die östlichen Königreiche zu verteidigen. Ihr findet die Stadt über Karasan im Gebirgspass der Totenwinde. Ich erwarte euch hier. So, gut, da haben wir jetzt zwei Quests. Hier, das ist Haustier-Quest, genau. Gut, ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, was wir machen. Was ist das hier? Ach, unten in der Kluft, also hier unten drunter gibt es so eine Kluft, da kann man rein und kann das Portal nach Karasan nehmen. Wir werden jetzt erstmal hier diese Folge beenden. Ich werde dann noch überlegen, weil ich war die ganze Zeit dran, werde ich mit dem Priester weitermachen, werde ich den Magier weiterspielen. Wenn jetzt nächste Woche das Update rauskommt, nicht das Update, das Add-on rauskommt, für eins von beiden entscheide ich mich, entweder Priester oder Magier, wo ich aber glaube, dass es mit dem Magier einfacher und schneller geht zu questen. Das werden wir dann aber noch sehen. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die Invasionsquests mit dem Magier machen, also mit dem hier, oder mit dem Priester, das werden wir dann auch noch sehen. Das entscheide ich dann kurzfristig für morgen. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dann, tschüss.